Felicitation, der Rest, der mich kennt. Je Staaten und Regionen lassen alle Restriktionen fallen, wie Dänemark. An andere gehen Maßnahmen weg, das zurückgeschraubt, wie an Holland oder an Finnland. Zu Lützburg hatten wir den 2. September schon einen Impfstoff von über 71% bei den Erwachsenen erlebt. Natürlich stellen wir uns übrigens froh, wie lange sollen Corona-Maßnahmen nach Lützburg gelten, an welcher Form. Ich habe nicht am Anfang von der Krise gesagt, dass wenn wir einen Impfstoff hätten von 70%, dass wir dann eine sogenannte Herdenimmunität hätten und damit den Schreck an die Normalität könnte gehen. Aber was denn all, dass dieser Coronavirus uns nicht mehr verlässt, dass wir nur mit den bekannten Varianten als solche auch in Zukunft mit neuen Varianten müssen leben. Wir brauchen dürfen ein gut funktionierender Gesundheitssektor. Da gibt es leider auch viele Probleme, aber wir brauchen noch weiter Maßnahmen gegen die Covid. In dem Kontext ist es wichtig, dass dabei besonders weiter an effiziente Medikamente geforscht wird und dass Medikamente, die von der WHO und der EMA akzeptiert gehen, auch keine sehr an den Einsatz kommen. Und natürlich muss man die Covid-Krank versuchen, den Gesunden helfen, sich zu schützen, besonders durch freiwillige Impfungen, an direkt die Lung-Covid legen, so gut wie es geht, unterstützen. Was wir als Erdjäger aber nicht wollen, als die politische Lung-Covid. Herr Präsident, oder Madame Präsidentin, pardon, der DR akzeptiert keine Einschränkungen von den Grundrechten, wenn es der Krankheit. Wir bleiben also in 3. Von Anfang an haben wir, wenn es gegen Covid-Gesetze gestimmt. Wir stellen uns auch nur dagegen, dass es verfassungsmäßig garantiert Freiheit nach Grundrechten weiter eingeschränkt bleiben. Und das Gesetz verletzt die Freiheiten, wenn es so mal nicht. Der will doch kein Covid-Check, bei dem privat liegt, einer privat liegt, muss in ihren Gesundheitszustand überprüfen. Wir haben nur über 70% Geimpfter und das heißt, dass wir eine Herdenimmunität erreicht haben. Und deswegen muss man jetzt dran gehen, für die Restriktionen noch und noch aufzuschärfen. Wir fördern, dass die Regierung ihr Post-Covid-Plan vorlegt. Corona-Mesuren wären sozusagen eine Notlösung, mit denen wir nicht mehr zum Teil d'accord wären. Aber nun wollen wir wissen, wie die Regierung sich die Weg an Normalität zurück vorstellt. Wir wollen wissen, wenn ihr die Maskenpflicht fällt, zum Beispiel in den Geschäft oder an, wenn ihr keinen Covid-Check mehr aufgehalten habt. Wir hätten gerne einen genauen Zeitplan mit genauen präzisen Kriterien von der Regierung. In dem Sinn proposieren ich, Madame Präsidentin, eine Motion. Der DR will auch keine Impfpflicht, kein Druck und Leck ausüben, für die, die es wegen den Gründen auch immer für sich dezidieren, nicht völlig geimpft zu gehen. Das ist ihr Recht und wir respektieren das. Wir refusieren durch wenigstens die Idee, Tester, die der Staat direkt nicht abzwingt, nicht mehr übersteuert zu finanzieren. Freiwillig heißt eben, dass kein Druck soll auf Leck ausgeübt gehen, auch kein moralischen. Das wäre so für Impfungen, aber eben ohne Druck. Es ist in einem Sinne nicht unmoralisch, sich nicht impfen zu lassen. Lass man nicht vergessen, dass all die Impfstoffe, die bis jetzt benutzt gehen, wohl ganz gut Dienste leisten, aber auch bis jetzt nur eine provisorische Zulassung haben. Dadurch kann zu mehr oder weniger schweren Nebenwirkungen kommen, die am schlimmsten Fall, wenn auch an der Ausnahme, an der ganzen Ausnahme, kann zum Tod feiern, das belegen statistische Zahlen am Ausland.
Geimpfte Leute haben mit größter Wahrscheinlichkeit willen, denke ich, Männer, schlimme Krankheitsverlauf, bevor sie die Covid kriegen. Sie sind aber nicht nehmen zu 100% immun und auch sie können den Virus vorandrohen. Aus all diesen Gründen an Tatsache fehlen Eis dazu, für Toleranz zu plädieren. In unserer Gesellschaft sollen die Leute prinzipiell können frei dezidieren, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Madame Präsidentin, der Leben kann sich ungeschränkt zu der Solidarität am Bereich von der Krankenversicherung. Der Premierminister, der Xavier Bettel, hat Erklärungen gemacht, die in Eisenern nicht akzeptabel sind, weil sie das Prinzip, die sowieso eine gesellschaftliche Konsens wäre, durchbrechen. Ich sollte den 1. November für zu justifizieren, dass es kein gratis PCR-Test mehr soll gehen, dass nicht mehr zu vertreten, dass allgemein bezahlt, wenn sich die Minorität nicht will impfen lassen, aber weiterhin ein Risiko durchstellt. Das ist sehr. Das heißt für der DDR, dass den Herr Bettel ganz bewusst als Gesellschaft will sprechen, und das geht für uns nicht. Nur im Prinzip von der Solidarität am Krankenwesen aus der Allgemeinheit, das wird so schiedrin am Land bezahlt, bei Lungenkrankheiten durchfilmen. Würdet ihr das dann auch abheben oder ändern? Schiedrin bezahlt hier im Land bei Accidenten, aber bei Freizeitaktivitäten am Sport, dann sogar am Extremsport, würdet ihr das dann auch ändern? Schiedrin bezahlt für Konsequenzen durch Autos und Velosaccidenten, würdet ihr das dann auch ändern? Die Frage müssen sich dann am Kontext von der Solidarität und von der Gerechtigkeit aber auch stellen. Und dafür müssen sich vorstellen, das Solidaritätsprinzip will die DP den danach beibehalten, am Gesundheitswesen oder abschaffen, das so der Staat klug und deutlich in den Aspekten, die ich nur hier gedrohen habe. An ihrem Avis, zum neuen Covid-Gesetz, müsste sich auch die konsultativ Menschenrechtskommission solidarisieren über den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Leute, die sich nicht für den Impfen lassen, riskieren, durch ihre gesundheitliche oder ihre finanzielle Situation diskriminiert zu gehen. Dafür sollen Leute, die sich sowieso nicht impfen gelassen haben, hier auch noch unserer Meinung nach weg den Zugang zu den Gratistesten haben. Das nämlich muss auch für Personen gelten, die einen Test brauchen, für ein medizinisches Etablissement heranzugehen. Daher führt das gelungen deutlich, dass der Betrieb von der Freiwilligkeit für an der Impfung nicht darf auf Vorgestalt gehen. Und ich mit dem Gesundheitsminister Rinnemann hat versprochen, dass die an einer Pressekonferenz im Dezember 2020 gemerkt hat. Demnach hat er gesagt, war 65-70% von der Lützebäuer Population gegen die Covid geimpft sind, dass dann die Herdenimmunität erreicht ist. Man genieht das immer noch, Madame Lehnert. Ob was werden wir dann noch nach? Wie weit geht die Bürger dann die Freiheit nicht an Etappen zurück? An einzelne Restriktionen müssen aber Fälle gelöst gehen. Mehr als ihr wollen nicht, dass das als Gesellschaft sich daran gewinnt, dass Leute müssen eine Gesundheitstest weisen, wenn sie an ein Restaurant oder an ein Kino wollen gehen. Wir wollen, dass das verschwindet. Wenn wir dagegen kämpfen, kommen geschwind immer mehr Restriktionen und Förderungen dabei. Die Abschnitte gehen das Freie, sich für als Gesellschaft bauen, so gefährlich wie das Risiko durch den Coronavirus. Herr Präsident, ist das auch unehrlich, dass unehrliche Konditionen für eine Normalisierung immer weg der Willen nach Luft zu schrauben. Wir akzeptieren nicht, dass die Herdenimmunität am März mit 70% definiert wird und im September mit 85%. Wo bleibt du Glaubwürdigkeit? Wir akzeptieren nicht, dass Leute vom gesellschaftlichen Leben sollen ausgeschlossen gehen, weil sie sich nicht wollen impfen lassen. So Idee geht es, weil in Deutschland oder in Österreich der sieht ganz klar nicht dazu. Als Verhandlungen, die wir als Partei von Anfang an vorbereitet haben,
dass es nicht nur um den Schutz für eine Krankheit geht, wir haben alle Wochen den Schutz von den Grundrechten, geht nicht mehr klar und mehr drastisch bewiesen gehen. Madame Präsidentin, der begrüßt in diesem Gesetz, dass an den Schulklassen am Land keine generelle Maskenpflicht mehr gilt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es Kinder wären, die eine ganze Reihe von Ursachen am meisten durch ihre Glieder haben. Dafür hätten wir als ADO verlangt, dass das Maskenpflicht als Rechtsmittel bei den Kindern abgehoben wird. Madame Präsidentin, lasst uns weiter gegen die Covid kämpfen, aber für in allem Ordnis als Gesellschaft zurück an Normalität feiern und Freiheit von den Legenden so sehr wie möglich integral retablieren.